Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, heute richten wir uns ja quasi Ubuntu ein in der VirtualBox, das ich bereits gezeigt habe. Dazu klicken wir jetzt erstmal neu. Erstellen eine virtuelle Maschine. Klicken wir auf Weiter. So, und dann tippen wir jetzt mal hier Ubuntu rein. Ja, es ist Linux und es ist eine Version Ubuntu. Weiter. Wie viel Arbeitsspeicher geben wir ihm? Ich habe hier nur 500 Megabyte, ich habe hier nur 1000, oh, ja, 1300 Megabyte installiert. Ich werde jetzt deshalb, weil Ubuntu jetzt auch nicht sehr, sehr speicherfressend ist, werde ich 256 nehmen. Das ist auch gut, weil ich ja auch noch immer hier gleichzeitig alles aufnehmen muss. Klicken wir weiter. Ja, wir Boot-Festplatte nehmen wir natürlich, Festplatte erzeugen. Ja, jetzt müssen wir eine neue virtuelle Festplatte erstellen. Klicken wir auf Weiter. So, und jetzt finde ich jetzt ganz gut, dass wenn wir dynamisch wachsendes Medium machen, das heißt, wir kriegen nicht einfach eine 20 GB-Datei hingeknallt, sondern wir haben jetzt hier erstmal ein dynamisch wachsendes Medium, das ist erst am Anfang mal ungefähr 0 Byte groß. Ja, die maximale Größe machen wir mal 25 Giga. Abschließen, so. Abschließen. So, dann müssen wir jetzt nur noch, wenn wir jetzt mal hier starten draufklicken, dann müssen wir jetzt nur noch übermitteln. Also wir klicken starten, zum ersten Mal gestartet. Installation fürs Betriebssystem weiter. Hostlaufwerk E, das ist jetzt also bei mir. Mein CD-Laufwerk, das möchte ich jetzt aber mal nicht machen, denn ich habe mir erstmal schön die. Habe ich schon rein? Nein, ich habe es noch nicht rein. So, dann hole ich es mir jetzt mal schnell aus meinem Downloads-Ordner raus. Ubuntu. ISO, da ist er. X. In Ubuntu reindroppen lassen. So, jetzt haben wir da schon mal unser Image. Ach, lokaler Datenträger. C, Daten. YouTube, VirtualBox, Ubuntu. So, das renamen wir gleich jetzt mal. Sonst haben wir immer. So. Weiter abschließen. So, und jetzt haben wir schon. Ja, komm hier raus. Virtuelle Maschine herunterfahren. So, jetzt haben wir schon mal Ubuntu eingebunden. Bitte abonniert mich. Wie man Ubuntu installiert, kommt als nächstes. Ciao.